Mahlzeit Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Fox Farm. Und wir stehen in unserer neuen Fahrzeughalle, denn da drin stehen unsere beiden Dröschkästen. So, denn wir haben immer noch Oktober. Der Sonnenschein ist angekündigt, die Olivenbäume sind abgeerntet, die Baumwolle ist abgeerntet. Jetzt gehen wir an die Sojabohnen. So, also wir starten die beiden Drösche. Dann nehmen wir die schon mal mit raus hier. Und machen uns auf den Weg zu Feld Nummer 1, was wir dann bearbeiten werden. So, warte mal, den anderen holen wir gleich mit. Dann fahren wir nämlich mit Follow Me gemeinschaftlich im Verband zum Feld, wenn wir denn hier mal einsteigen könnten. So. Und Abmarsch, in dem Anhänger ist Diesel drin. Wie kommt denn der dahin? Naja, mir sollte ja sein. So, fahren wir den da hinterher. 25 Meter ist ein bisschen dicht, der war. Mach mal 35 draus. So. Okay. Und Abmarsch. Wir ziehen los ab in die Sojabohnenernte. Ich bin mal echt gespannt, was das bringt, ne? Und dann steht ja noch Silageballen wickeln auf dem Plan. Müssen wir noch den Winter abwarten. Baumwolle verkaufen, Silage verkaufen, Sojabohnen verkaufen. Eieiei. Na, wir müssen halt den Kredit wegbekommen. Die 2 Millionen sind halt echt fett. Und ist halt echt nicht schön. Ja, das ist nämlich der Hauptgrund, warum wir den ganzen Quatsch hier veranstalten. Dass wir nämlich wieder schuldenfrei werden und das große Stück Land behalten können. Was wir nämlich gegen die Kreditsumme eingetauscht haben. Ne, das große Sojabohnenfeld da drüben, das ist eigentlich schon echt geil. Ist auch mit das größte Land hier auf der Map, was es so gibt, glaube ich. Doch. Immer Widerspruch aus der Kuhstallecke, immer Widerspruch. Die ollen Weiber, die haben immer das letzte Wort, ne? Ah. Tja, machst du nichts. Ist halt so mit einer Kuh. Ja, naja. So. Warte mal, der Lexen, der soll mir nicht hier drin brezeln hier. Werden wir ihn mal aussteigen lassen da vorne. Und die beiden Schneidwerkwagen lassen wir dann hier hinten stehen. So war auf jeden Fall mein Plan gewesen irgendwie. Kommen wir hier dann heile raus? Nee, das wird knapp. Okay, dann müssen wir erst den einen entladen und dann den anderen. Der hat auch schon 20 Stunden auf der Uhr, das Ding hier, ne? Und da hatte ich ja überlegt, ob wir den ersetzen gegen einen zweiten Lexion, aber ich denke mal, das wird nicht mehr passieren auf der Fox Farm. Ne, die letzten Stunden sind quasi schon gezählt. Deswegen bin ich ganz stark der Meinung, dass das vielleicht nicht mehr werden wird. Aber egal. So, erstmal ab in die Sojabohnenabfahrt. Wollte gerade sagen, hä, hält der da an? Hat der da Angst vor der Olivenbäume? Nee, lass dir mal fahren, wird schon passen. Du, mein Freund, fährst gleich auf den Acker nebenan. Aber dein Schneidwerkwagen lässt du bitte hier stehen und dann kann das losgehen. Mal, der hat nämlich gerade mal 9 Stunden runter. Der ist ja gerade mal eingefahren. Und der hat auch schon ein paar Meter gesehen auf dem Acker. So ist er nicht. Also ist ja nicht, als hätten wir den noch gar nicht benutzt, aber der Case, der hat halt schon ein paar Ernten mehr hinter sich. So, Schneidwerk runter und gönn dir. Rein in den Holger. Oh ja, ich hoffe, das wird sehr ertragreich. Wir haben nämlich 4 Felder mit Sojabohnen. So, wenn wir denn mal schauen, wir sind jetzt auf den beiden hier unterwegs. 21, 24, dann haben wir hier die 19, darum geht es. Das war echt teuer, 2 Millionen. Und dann haben wir hier noch unser neu zusammengebautes Feld 1 und 2. Hinter unserem Hof hier. Ja, das könnte auch nochmal sehr viel abwerfen. Hoffen wir mal. Bin der guter Dinge. So. Da wir viel ernten werden heute, bin ich der Meinung, dass wir vielleicht wieder eine lange Folge haben werden. Wir haben heute Samstag, würde sich ja anbieten.
Ich weiß ja nicht, aber hat den Eindruck oder merkt ihr das? Ich habe nämlich so das Gefühl, ich möchte hier langsam fertig werden. Deswegen sind die letzten Folgen, die wir hier gemacht haben, auch echt ein Stück weit länger gewesen wie normalerweise. Ja. Ich weiß nicht, war das zu merken? Wenn ja, ja, weiß ich nicht. So. Naja, fress dich mal durch, aber anscheinend sieht es hier ja nicht so verkehrt aus. Guck mal, der Acker ist gleich fertig. Er kommt schon wieder zurück. Er hat schon 10.000 Liter drin, also geht. Es läuft. Da stehen die LKWs. Überladewagen ist auch schon am Start. Der andere LKW steht da hinten an dem großen Feld. Wir werden nicht beide voll bekommen. Aber guck mal hier mit den Olivenbäumen, wenn die da mank stehen, das sieht schon gut aus. Also da kannst du eigentlich nicht meckern. Ey, doch, guck mal, ist schon halb voll, das Ding. Ach doch, die Ernte könnte sich wirklich lohnen. Bin ganz mal gespannt. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Ernte hier heute komplett durchziehen oder machen wir da zwei Folgen draus, oder... Weil ich möchte eigentlich nicht in der Länge ziehen. Wir haben noch Silagebein zu wickeln, also ein bisschen was haben wir noch auf dem Plan. Weil ihr habt ja selber in den Kommentaren schon gesagt, Mensch, eigentlich wäre ja mal langsam Zeit für eine neue Map oder so. Andere sagen wiederum, ja, Fox Farm kann von mir aus immer weitergehen, aber... Und will halt nicht immer dasselbe machen. Wir werden noch einmal Silageballen wickeln. Das wird wahrscheinlich dem einen oder anderen auch schon zum Hals raushängen. Aber wir brauchen halt die Kohle. Und mit der neuen Ballenpresse, apropos Ballenpresse. Da fällt es mir von der Haare wie so ein nasser Fisch. So, wir stehen hier nämlich am Shop. Wir kuppeln mal die alte Rundballenwickelpresse ab und werden die verkaufen. Ja. Vielleicht noch immer durchreparieren und durchlackieren und dann kriegen wir dafür noch 44.000. Das ist ja auch nicht mal so viel. So. Aber wir haben nichts im Angebot, was ich haben wollen würde. Leider. So. Dann nehmen wir Ballenpresse. Die Kuhn von Zander 01. Jetzt können wir mit der Reife rumfummeln, ne? Die Michelin sind ganz schön. Hauptfarbe. Ja, was machen wir denn da? Gibt so viel. Was ist denn mit Braun oder ist das Kupfer? Eieiei, das ist nicht schön. Hm. Was ist denn mit was völlig... Was ist denn mit was sowas hier? Oder mit... Wo war das hin? Jetzt ist es weg. Was völlig anderes. Guck mal hier, Felgenfarbe Chrom geht ja gar nicht. Da würde ich lieber einfach Weiß nehmen. Ja, ein stinknormales Weiß. 165.000. So, und dazu passend gleich den Wickler hinten dran. So, Reifenvariante. Dicke Dinger, Folienfarbe. Wir machen beige, ne? Genau. Hauptfarbe, ich fand das Ding, ehrlich gesagt, in diesem dunklen Grau ja nicht schlecht. So. Felgenfarbe können wir ebenfalls in Weiß machen und dann passt mir das. 14.400 ist nicht wenig, aber... So. 180 Zettel haben wir jetzt ausgegeben. Dafür haben wir jetzt eine neue Ballenpresse. Ne, damit sollte das locker flockig funktionieren. So, wir gehen aber weiter zurück in die Sojabohnenernte. Der Kollege ist bei 78%. Oh, der andere ist schon voll. Da steht der Kollege. Ey, Wahnsinn, hätte ich ja fast nicht gedacht, dass dieses Feld einen kompletten Korntank abwirft. Aber wenn ja, umso besser. So. Die Olivenbäume, ne? Ja. Da haben wir uns ja beim letzten Mal auch richtig herrlich wieder drüber aufgeregt. Ja. So, dafür machen wir heute auf ganz entspannt.
die Sojabohnenernte. Und ich habe gerade das Bedürfnis, hier durchfahren zu wollen und kriegt das wahrscheinlich nicht hin, weil ich irgendwo hängen bleibe. Nö, mit viel Wald passt das schon. Und leer machen. Gut, dann müssen wir denen da vorne wahrscheinlich gleich sagen, dass er umdrehen soll. Und der andere Dröscher ist ebenfalls voll in seinem Korntank-Dasein. Ja, so. Wir fahren quer durch die Frucht. Ihr müsst einfach die Augen zumachen und an was andere denken. Dann ist es ja nicht schlimm. Ja, einfach quer durch. So. Gleich ist es... Ihr schafft. Gleich habt ihr das hinter euch. Wartet, wartet. So, jetzt könnt ihr wieder gucken. Ist nichts passiert. Wir machen hier leer und dann müssen wir ganz schnell in den anderen Dröscher und ihm sagen, dass er doch bitte vernünftig das Feld zu Ende dröschen soll. So, mach mal runter hier. Und diesen Streifen nochmal, weil sonst wird er da vorne bei dem ersten Olivenbaum nämlich anfangen zu meckern. Ja, und Helfermarsch. Okay, da können wir die LKWs ja auch da rausholen aus den Bäumen. Der Acker hier ist durch, wenn wir den anderen Streifen da fertig haben. Oh, naja, klingt ja nach einem Plan. Der Überladewagen ist auch voll, beide Korntanks schon mal abgebunkert. Der erste Acker ist runtergedroschen, gleich. Und... Hä, hey, was ist denn hier? Guck mal, er nimmt hier an der Seite auch noch mal was mit. Was ist das denn? Ist das ein Grafikfehler oder hat er hier was stehen lassen? Nee, kann ja nicht. Hm, gut. Lassen wir mal. Wird schon seine Richtigkeit haben. Ich glaube, manchmal da sind die Schneidwerke ein bisschen komisch. Ist ja aber auch wurscht. So, dann gleich wieder an das Ding. Und das hier auch noch rausgenascht. Ach komm, der kann eigentlich immer bis rüber fahren hier. Dann noch immer zurück und dann in die Richtung und dann können sie den Acker hier auch noch niedermachen. Sollte relativ schnell gehen, denke ich mal. Ja. Ja, mal gucken. Auf das andere Feld da hinter unserem Hof bin ich auch gespannt, wie viel denn dabei rumkommt, weil das ist echt nicht klein. Das ist auch ein riesen Acker schon wieder. Na, wird das schaffen, bevor der andere Dröscher hier angeeiert kommt? Mal gucken. Ja, Wetter könnte schöner sein hier gerade, aber nicht bewölkt ist besser als Sonne, wenn das nachher so doll überbelichtet ist. Ich weiß nicht warum, also irgendwann, ab einem bestimmten Punkt, ab irgendeinem Update, wurde der LS nochmal ganz doll viel heller, das so doll überblendet. Deswegen habe ich die Helligkeit von 1 auf 0,8 runtergedreht und das ist manchmal immer noch sehr, sehr hell. Also auf der Western Wilds Map, da war manchmal echt krass doll hell, also da war die Sonne aber, ne, sehr penetrant am Start. So. Genau, das sollte auf jeden Fall reichen. 2 Streifen Feuerwände. Dann kann er hier weitermachen. So, wir müssen in den Überladewagen. Kommen wir da schnell hin, wenn wir hier rumtammen? Nee, ne? Hm. So lang, na doch, klar. Guck.
Okay, ab jetzt fräsen die sich da beide durchs Feld. Sollte doch relativ schnell gehen, denke ich mal. Dann ist die Frage, gehen wir auf den großen Acker? Eigentlich schon, weil da stehen die LKWs und danach dann auf das Feld hinterm Haus. Also hinter der Farm, besser gesagt, hinter unserem Hof. Ist ja nicht nur das Haus, da steht ja noch ein bisschen mehr. So. Ach, da hätte er locker eh einen LKW erreicht hier. Gut, aber das wusste ich ja vorher nicht so genau, wie viel Ertrag denn hier am Ende bei rumkommt. Mit der Bremse hat das nicht so anscheinend. Okay. So, na dann voll machen. Kriegt er die erste Kammer komplett voll? Da gehen 50.000 drin, glaube ich, ne? Theoretisch ja. Kleiner Schluck, bist du noch drinnen bleiben? Ja. Perfekt. So, sehr schön. Ich bin schon am überlegen, ob wir hier nicht einfach einen Baum in der Mitte rausnehmen. Warte mal, was sagt denn die Mappe? Stehen die LKWs mittig? Negativ. Dann würde ich vielleicht hingehen und da wo die Trailer aufhören bei ihm, da welche rausnehmen. Können wir ja machen. Wir haben ja eh gerade nichts zu tun, von daher bauen. Warte mal. Da. Wenn wir abreißen, dann verlieren alle ihre Düngefunktion, Düngetextur, ne? Hier ist überall Gras drunter. Hm. Gut, ist mir aber auch wurscht, weil, wir machen mit den Bäumen eh nichts mehr. Dann können wir eigentlich auch einen Sandweg machen. Hier so kleine Trampelfahre. Fahrwege. Warte mal, der ist gerade nicht schön, ne? Dann lieber so. Okay. Und hier drüben der gleiche. Ja, bis am Feld ran, so ein bisschen. Okay. Genau. So. Die sind gleich wieder voll, die Jungs. Dann müssen wir da hin. Warte mal. Muss ich flücht werden? Haben die jetzt eine Collie? Ne, jetzt haben sie wieder keine Collie. Guck mal, jetzt kannst du hier wieder bearbeiten. Ja. Ist mir aber egal. Den muss verstehen, wer will. So, der Case wird... Ach, da hält er schon an. Ich wollte gerade sagen, der wird als erstes anhalten. Dann macht das schon. Noch nicht mal ausgesprochen, da tut das schon. So. Was gibt denn das eigentlich für Sojabohnen? Hat man das schon mal nachgeguckt? Irgendwann? Bestimmt, wa? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Maximum 2,5. Im Juni. Irgendwann im Sommer. Okay, alles klar. Heißt, wir müssen noch lange warten, bis wir die Ernte dann verkaufen können. Aber dann sei es so. So, und rüber zum anderen. Sag ja, das fällt einem die Rucki-Zucki hier runter. So, nochmal einen Schluck hinterher. Genau, da machen wir den Überladewagen leer und dann, glaube ich, sind die hier bei Durchbeete. Die Schneidwerkwagen würde ich da stehen lassen. Und damit den Droschern einfach hier rüberfahren über das Feld.
zu dem nächsten großen Acker da vorne. So, guck mal, genau deswegen wollte ich nämlich hier die Durchfahrten haben. Dann kann man hier wunderschön dran lang fahren und agieren. Spuckt er das soweit? Ja. Sehr schön. Na, kommen die sich da in eine Quere? Einer wird nochmal zurückfahren, ne? Dann können wir den Case eigentlich gleich abkommandieren nach vorne. So. Wenn der da fertig ist, dann kommt der Klaas nämlich nochmal zurück, dreht um. Sehr schön, dann kann er hier schon mal los und das Vorevent auf den großen Acker machen. Das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal 100.000 haben wir schon mal runter. Boah, das ist viel. Mein Gott, das Feld, wo wir hier gerade mit den beiden Dröschern fahren, das ist ja eigentlich auch gar nicht so clean, aber weil Sojabohnen sind jetzt nicht so ertragreich, ne? Da haben wir andere Früchte, die mehr bringen. So. Oh ja. Wie gesagt, der Klaas, der wird da hinten nochmal anhalten. Dann können wir mit denen schon mal losdüsen hier. Und was für eine Arbeitsbreite. Der ist hier fünfmal lang gefahren. Fertig. Ein Riesenstreifen von Acker. Ja, bei dem Ding hier bin ich jetzt aber mal gespannt. Wenn ja, wie viel, warum und wieso? So. Und gönn dir. Er macht den Streifen noch, okay. Das ist doch eigentlich ganz praktisch, wenn wir nämlich hier ankommen. Oh, dann will er komischerweise rückwärts fahren, worum auch immer er irgendwo hin will. Dann machen wir das hier vorne noch weg, weil der Case hat stehen lassen. Und ist ja wohl. Und dann haben wir die ersten beiden Felder schon mal fertig. Tja, dann lassen wir den da drüben Vorwände fahren. In die Richtung hier hinten. Und da kam gerade die Meldung, der Case ist gleich voll. Wir müssen dann auch mit die LKWs noch umziehen. So. Dann kann er sich das hier erstmal einverleiben. Wow. Okay, ist ja bald praktisch. Ich würde hier gerne eine Runde außen rum. Und dann von innen nach außen mich durchfressen. Hab hier schon so eine kleine Zufahrtsmarkierung gemacht, wo ungefähr die Mitte sein müsste. Wo ich dann die beiden Dröscher ansetzen wollen würde, dass die sich da denn von da aus von der Mitte nach außen durchfressen. LKWs in der Mitte vom Feld und dann mit dem Überladewagen immer nur hin und her fahren. So wäre mein Plan. Und wenn der hier schon voll ist, ist das eigentlich perfekt. So. Dann holen wir mal den Kollegen. Und laden hier über. Halt an, so, genau. So, der Klaas müsste auch schon auf dem Weg hierher sein. Den habe ich da vorne schon umgedreht. Wir können ja mal die Mappe konsultieren. Der dürfte nämlich schon bald ran sein. Da ist er. Okay, der hat noch nicht mal die Hälfte. Oh, das ist ein großes Feld. Und ab die Hälfte ungefähr hier. Hier habe ich einen Streifen gemacht. Ich hoffe, jetzt die Mitte, werden wir sehen. Ja, wie gesagt, dann haben wir dit weg. Da sind wir gerade bei. Und dann haben wir das große hier noch. So. Und dann ist der leer. Und dann können wir hier schon mal schön einen Bogen drin dröschen.
und Abfahrt. So, und dann bei dem Innentelegrafenmasten, da habe ich so eine Einfahrt gemacht. Ich hoffe, jetzt die Mitte. Dann würde ich von da aus den Case fahren lassen. Dann hat er nämlich schon mal seinen Bereich. Wir können ja die Mappe nochmal fragen, wenn er ungefähr an der Stelle ist, ob das denn wirklich die Mitte ist. Werden wir sehen. Sieht aber ja nicht verkehrt aus. Seht ihr hier den kleinen Weg? Ab da wollte ich dann durch die Mitte. Das sieht sehr, sehr gut aus. So. Der Glas ist voll, glaube ich. Genau, vollen Korntank. So, der fährt los. Und wir düsen mit den Xerion rüber und machen den Glas leer. So, wenn der da leer ist, dann kann er den Case hinterherfahren. Dann müssen wir nur dem Case die Richtung nochmal geben, wenn der fertig ist. Dass der dann nach rechts abdreht und nicht nach links. Und dann hat jeder seine Hälfte, dann können die sich da durchfräsen und dann sollte das eigentlich soweit funktionieren. So. Dann müssen wir dann, wenn wir die Mittelschneise haben, nur noch die LKWs nachrücken. Und dann sollte doch alles viel schneller gehen. Und komplizierter mit kürzeren Fahrwege. Denke ich auf jeden Fall, hoffe ich mal. Oh ja, oh, den Lexion, den mag ich aber. Das ist ein schöner Dröscher. Zumal. Doch, hier kommt auch sehr, sehr viel zusammen. Wahnsinn. Okay, muss sich hier eigentlich auch lohnen, weil wie gesagt, das Feld, das hat 2 Millionen gekostet. Die Kohle, die muss auch erstmal wieder reinkommen. Werden wir mit der Ernte auf jeden Fall nicht komplett verdienen, aber deswegen machen wir ja auch Baumwolle und Silageballen, ne? 3 Schnitte im Jahr. Wir haben es nicht nötig, aber wir machen das, weil wir einfach weil wir können, natürlich. So. Macht der Case. Okay, dem müssen wir gleich sagen, dass er rechts abbiegen darf. Vielleicht macht er doch von alleine, das wäre natürlich toll. Natürlich wieder zeitgleich gebetet, ne? Ist ja klar. Oh. Spannung. Die sind ja wirklich betet zeitgleich fertig, das gibt's da ja nicht. Okay, dann machen wir ihn hier zuerst. Dann schickt man hier vor Spur und dann passt es. Und er fährt richtig rum, Ehre. Das ist ja geil. Das ist ja super, Mensch. Der ist doch gleich voll, ne? Oh, wir müssen unbedingt abfahren. Naja, dann werden sie sich jetzt durch das... Warte mal, wie sieht's denn aus? Oh, ist aber dolmittig, ne? Guck mal. Das sieht sehr, sehr symmetrisch und gut aus. Das ist ein kleinen Ticken kleiner wie hier, aber wir sind voll dabei. Sehr schön. Der Case ist nämlich gleich wieder voll. Dann brauchen wir auch nicht immer durch die Frucht fahren. Wenn wir uns von innen nach außen durchfräsen, dann sollte das passen. Na? Okay. So, dann würde ich aber sagen, lassen wir den hier stehen und holen uns einen LKW ran. Der hat hier nämlich schon einen Schluck drin. Ich weiß ja nicht, wie fährt denn der sich eigentlich voll beladen? Werden wir auch sehen. Also, haben wir die überhaupt schon mal benutzt, die Dinger? Seitdem wir die Trailer haben? Nee, ne? So, der Case ist voll. Wir müssen uns beeilen.
Ja, wir müssen auch so rum. Ey, das ist aber auch ein Riesenfeld. Meine Fresse, ey, das ist ganz schön lang. Ja. Und ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob wir da eine große Folge draus machen oder ob wir das teilen. Weil jetzt wäre Zeit, ne? Theoretisch wäre jetzt Halbzeit quasi. Okay, da steht noch einer. Ah, der, ey, der ist schön zu kauen, ne? Das ist echt schwer, das Zeug anscheinend. So, dann fahren wir dran vorbei und gehen dann gleich in Fluchtrichtung und drehen um. Vielleicht ist in der Zeit der Glas auch schon voll. Dann können wir nämlich beide Dröscher relativ punktgenau fast zur selben Stelle wieder abbunkern. Macht sich damit ein Überladewagen fahren besser. So, der hält nicht an. Es tut mir leid. Und aus. So, schön voll machen. Oh, ich liebe Überladewagen. Mag die Dinger. So, ich hole nochmal einen Schluck drin. Und Abmarsch. Oh, dann ist der erste LKW gleich voll. Siehst du, der Glas ist auch gleich voll. Der Lexion, perfekt. In der Zeit, wenn wir den Case hier abbunkern, können wir vielleicht den nächsten LKW schon rumfahren. Den schwarzen eventuell hinten rum, ist ja alles offen jetzt. Müssen wir nicht mehr durch die Frucht fahren. Dann können wir den nämlich dazu stellen. Vielleicht parken wir den auch hier oben, dass wir mit dem Überladewagen nicht immer so weit fahren müssen. Die kann man ja dann hier schön über das Feld verteilen. Wobei, eigentlich ist es doch real. Wenn die alle an einer Stelle stehen, ist auch okay. So, lass mal hier überladen, dann holen wir den schwarzen LKW. Da ist das Ding. Und Zündung. Oh ja. Dann lassen wir die Felder aber brach liegen. Ich hätte nämlich Bock, dass wir hier denn eventuell das Jahr darauf irgendwie Weizen anbauen oder so. Mal gucken. Aber jetzt lassen wir sie nach der Ernte dann erstmal einfach brach liegen. Müssten ja fast punktgleich stehen bleiben. Also der Glas, wie gesagt, der macht auch nicht mehr lange. Der müsste jeden Moment anhalten. Macht er jetzt gerade perfekt in dem Moment? Ja. So. Na dran, dann mal rüber hier. Genauso war nämlich der Plan. Dann können wir nämlich schön von Dröscher zu Dröscher fahren, schön im Feld drinnen bleiben, brauchen wir nicht außen rum eiern. So macht man das doch, Klubik, ne? Habt ihr, Klubik, so ja mal in den Kommentaren geschrieben, dass man das nämlich genau so macht. Große Felder in der Mitte anstechen und sich dann nach außen durcharbeiten. Du ersparst dir halt diese außen rum ihr Eier. Ich wollte halt nur ein Vorwände haben, weil ihr wisst ja, Helfer sind doof. Dann können wir ja in der Zeit, wo die da am Überladen sind, den LKW auch noch hinholen und dann hätten wir eigentlich alles da. Werden wahrscheinlich nicht alle voll sein. Wie gesagt, der Weiße, der wird als erstes voll beladen. Wenn wir jetzt den Überladewagen leer machen, dann ist der schon mal komplett bis Oberkante, ne? Ja, mal sehen. Aber ohne Quatsch, ey, das Feld ist echt groß. Könnte sich unter Umständen lohnen. Wenn wir hier 2,5 für Sojabohnen kriegen. Ja. Aber 1 Million Liter kriegen wir nicht zusammen, also.
So, dann stellen wir die hier alle schön in Reihe und Glied. Ich hoffe, der Anhänger zieht sich gerade, bevor wir in den anderen hineinbrettern. Wird knapp. So, aus das Ding in den Überladewagen und leer machen, bevor die Drescher wieder voll sind. Ja, Freunde, ja, weiß ich nicht. Bin mir immer noch unschlüssig. Aber ich wäre ja bald bereit, gewillt, wirklich die Ernte hier in Inzucht durchzuziehen. So wie die Baumwollernte. Dauert zwar dann wirklich wahrscheinlich eine Stunde und länger, aber dann haben wir es hinter uns. Weil wenn du erstmal den Anfang vom Feld hast, dann läuft es ja. Und genauso wie hier, wenn wir es auch bei dem Feld hinterm Hof machen. So, wir machen mal den ersten LKW voll. Die malen aber auch eine schwarzen Spuren hier in den Ackerboden. Das ist ja der Hammer, ey. So. Ach, die Belichtung ist echt Käse. Ey, fahr doch nicht zurück, Junge. Oh ja, dann haben wir den ersten LKW schon mal komplett voll mit 200.000 Liter Sojabohnen. Und hier steht noch eine ganze Menge. Guck mal, die beiden Streifen sind noch komplett. Ha, das ist hier doppelt so viel wie hiervon. Und hier steht auch noch komplett der Bestand. Das könnte sich unter Umständen sehr lohnen. So, der ist echt voll. Und raus damit. Ach, ich muss sagen, mit den Trailern hier, da kann ich sehr gut mit leben. Also ist eine schöne Alternative zu den Trailern, die wir vorher hatten. Die haben euch ja nicht so zugesagt. Ich habe festgestellt, die fressen Performance wie Sau. Mit den Dingern hier ist okay. Ne? So, jetzt müssen wir schauen, wo der Drescher nächstes Mal voll wird. Oh doch, der hat schon Berg. Dann wird der gleich die Lampe angehen. Die ist schon an. Genau jetzt. Guck, Meldung ist da. Da hinten kommt der Glas. Dürfte sich ja zeitlich nicht viel nehmen, weil die Korntanks sind fast gleich groß bei Bedendröschern. Guck mal, der ist bei 61 und er ist bei 87. Guck mal, die haben hier schon wieder 5 Streifen rausgefressen. Wahnsinn. Und jeder Überladewagen sind halt 50.000 Liter. Das ist echt viel. So, dann machen wir uns mal bereit. Der ist bei 95. Bei ihm da hinten werden auch bald die Lampen angehen. Oh, guck mal hier, das Feld, das ist quer gedrillt. Verstehe ich gar nicht. Na gut, ist generiert. Waren wir ja nicht selber. Stell dir mal vor, der Helfer muss immer von links nach rechts, links, rechts, links, rechts. Was, das dauert. So, dem kleckert doch gleich alles oben raus aus dem Trichter. Halt mal an, Junge. So. Der andere macht gerade Meldung, dass er gleich voll ist. Perfekte Timing. Und voll. Ich glaube, in den Glas, da passen 25.000 Liter drin, ne? Hier sind es 24.600 irgendwas. So, wir bewegen uns mal ganz charmant hier rüber, denn der wird auch gleich sein
Ärmchen strecken und nach seiner Mama rufen. Da wollte ich hin. Ist so richtig zwiespältiges Licht, ne? So ein diffuses Nebel, komisches Licht irgendwie. Ja, naja. So. Und voll. So, ich habe mir überlegt, wir machen jetzt hier den Überladewagen noch leer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir die restlichen Sojabohnen noch abdröschen. Und dann schauen wir mal. Oder ich mache das Feld hier noch alleine fertig, weil das andere Feld da hinten, das wird wahrscheinlich nochmal genauso lange dauern. Mal sehen. Die ganzen Krempel darüber fahren und so, das dauert ja auch noch ein bisschen. Die Schneidwerkwagen, die könnte ich eigentlich hier separat dann nochmal mit einem Anhänger wegholen. Die stehen nämlich da hinten gerade dumm rum. Und dann hätte ich hier vielleicht nochmal gerne eine Baumreihe gepflanzt oder so. Weil das Feld wollen wir behalten. So viel haben wir nur schon ausklamusert. So, und die nächste Kammer vom LKW befüllen, bitte. Okay. Zack. Und... Zack. So. Gut, Freunde. Das war's für heute. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir weiter mit den Sojabohnen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Renni hauen.